So, Dylan, gucken wir uns ein bisschen an, was wir in der ersten Ferienwohnung gemacht haben in Rennesoy. Das ist eine kleine Insel. Da seht ihr hier, wo wir da ein bisschen rumgefahren sind. Sehr schönen Blick natürlich von dem Ferienhäuschen. Ich habe Ferienwohnung gesagt, aber eigentlich war es ein Ferienhäuschen. Das war wirklich sehr schön. Wir sind da angekommen, haben uns erstmal ein bisschen erholt natürlich und sind dann am ersten Tag ein bisschen wandern gewesen und kurz drauf, am nächsten Tag sind wir tatsächlich, hier seht ihr noch vom Wandern ein bisschen Bilder. Nee, nächsten oder übernächsten Tag, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau, war ja Urlaub, sind wir dann nach Stavanger gefahren. Da war das Wetter leider nicht mehr ganz so toll, seht ihr hier auch, ein bisschen regnerisch. Aber die Landschaft ist trotzdem, haben wir festgestellt, auch wenn es ein bisschen regnerisch ist, wirklich sehr beeindruckend. Ja, in Stavanger war es dann eigentlich auch ganz schön. Sind wir ein bisschen spazieren gegangen, haben ein bisschen was gegessen, im Parkhaus geparkt, wo man tatsächlich noch nicht mal wirklich bezahlen musste, sondern es sollte eigentlich mit Kennzeichen funktionieren. Ich hatte mir da auch eine App Easy Park runtergeladen. Die hat leider nicht hundertprozentig funktioniert, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht, obwohl sie diese Kennzeichenerkennung eigentlich abrechnen sollte. Das war dann natürlich ein bisschen schade, aber ich bin mal gespannt, wann die Rechnung dazu kommt. Bisher habe ich sie nicht bekommen. Ja, hier seht ihr noch ein paar Bilder aus Stavanger. Ja, an einem der nächsten Tage sind wir dann noch in Richtung Haugesund aufgebrochen. Da kann man nicht ganz per Straße hinfahren, weil da ist natürlich eine Fähre dazwischen. Wirklich sehr einfach das Fährefahren in Norwegen. Wir hatten ja den Brobis, das Mautgerät mit dem Auto. Da muss man gar nichts weitermachen, nichts bezahlen. Wird auch nicht mit Kennzeichenerkennung gemacht, sondern einfach über diesen Probis abgerechnet. Und mit dem Elektroauto kostet das auch tatsächlich gar nicht viel. Ich glaube, das waren insgesamt mit allen Straßenmauts in Norwegen irgendwie 29 Euro. Aber das gucken wir uns ganz am Ende von den Berichten auch noch mal ein bisschen an. Ja, auf der Hinfahrt waren wir auf der Fähre so eingekeilt, dass man nicht mal mehr aussteigen konnte. Das war natürlich etwas ungünstig. Ja, und dann ging es auf der anderen Seite halt ab nach Haugesund. Wobei ihr dann gleich auch noch sehen werdet, man muss schon ehrlich sagen, Haugesund ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Reise wert. Man kann spazieren gehen, ein bisschen einkaufen, aber es ist jetzt kein besonders tolles Städtchen. Thank you.
Ja, Rückfahrt dann von Haugesund Richtung Richtung Rennesoll wieder. Das war tatsächlich sehr interessant, weil schon auf der Hinfahrt hatten wir gesehen, ja, die Norweger, ja, Tunnel, Beleuchtung war ja schon in einem der anderen Berichte zu sehen, aber die haben auch keine Hemmungen, da einen schön beleuchteten Kreisverkehr mitten in den Tunnel zu bauen, von Abzweigungen im Tunnel ganz zu schweigen. Und oft sind diese Tunnel dann tatsächlich auch noch unter einem Fjord oder unterm Wasser einfach durch und so 200 Meter tief. Da schluckt man, wenn man das erste Mal durchfährt, schon ein bisschen. Danach ist es einem eigentlich egal, da hat man sich schon dran gewöhnt. Wie ihr seht, das ist wirklich beeindruckend. Also da staunt man einfach als Mitteleuropäer. Ja, echt toll. Ja, dann noch ein paar Bilder von der schönen Landschaft. Haben wir auch noch mal schön angehalten, ein bisschen rumspaziert am Wasser. Also man muss wirklich sagen, wenn dann die Sonne rauskommt, das ist einfach ein Traum. Ihr seht es hier selbst. Wirklich traumhafte Landschaft. Ja,
Ja, geladen haben wir da in der Nähe von Rennesoy bei einem Supermarkt. Das war die einfachste Variante. Am Haus konnte man nicht wirklich laden. Gut, hätte man auch gekonnt von den Vermietern aus. Haben wir dann aber nicht gemacht. Haben wir hier bei Meer am Supermarkt geladen. Das war eigentlich sehr teuer, wie ihr seht, 80 Cent pro Kilowattstunde. Aber einfach total praktisch. Und wenn es total praktisch ist, dann macht man es halt auch. So, und nach einer knappen Woche ging es dann weiter. Da sind wir dann von Rennesoy Richtung Südkap von Norwegen gefahren. Lyngdal hieß der nächste größere Ort da. Seht ihr jetzt hier, wie die Route war. Die war zum Glück nicht ganz so lang. Das heißt, wir hatten da auch die Chance, tatsächlich an der Küste entlang zu fahren, was wirklich sehr, sehr schön war. Total beeindruckende Landschaft, ein Magma-Park gab es da, also da staunt man wirklich in jede Richtung. Ich kann es nicht sagen, immer wieder man staunt, ne? Aber es ist einfach so, wirklich ganz toll. Also da müsst ihr unbedingt mal lang fahren. Das ist natürlich nicht die Fjordlandschaft, wie es noch weiter im Norden ist, aber es ist egal, es ist trotzdem sehr toll. Was heißt ja trotzdem? Es ist einfach toll. Es ist einfach toll. Fahrt dahin, guckt euch das an. Nehmt euch ein bisschen Zeit, so richtig schnell voran kommt man auf den Straßen sowieso nicht. Also da sollte man nicht zu viele Kilometer am Tag einplanen, dass man einfach noch ein bisschen Zeit hat, sich auch die Landschaft anzuschauen.
Ja, zwischendrin haben wir dann wieder beim Einkaufen geladen, diesmal bei Recharge. Das war natürlich hier deutlich billiger. Und dann auch noch einmal bei Meer, wo es natürlich wieder wie üblich teuer war. So dass wir also wirklich mit einem guten State of Charge in den zweiten Ferienhäuschen angekommen sind. Und da seht ihr gleich, wie es da war. Ich sag dazu nichts, ihr seht selber, wie toll. Es ist einfach ein Traum.